Leute, ich habe noch wichtige Informationen nachzutragen zu dem Ranked Update vom 2. Mai aus dem exklusiven Livestream. Ich habe noch 4 weitere sehr, sehr wichtige und interessante Informationen, die ich in dem aktuellen am 2. Mai erschienenen Ranked Exklusiv Video von mir nicht erwähnt hatte, weil sie in diesem exklusiven Livestream von Respawn nicht erwähnt wurden. Am 2. Mai wurde natürlich auch die EA-Seite wieder aktualisiert mit den vollständigen Ranked Patch Notes. Und dort sind 4 wichtige Sachen, die extrem interessant sind, die ich noch nachtragen möchte. Dadurch, dass mein Sohnemann krank war, kommt die Stellungnahme, sage ich mal, zu diesen Patch Notes jetzt erst am Wochenende, weil ich einfach nichts hochladen konnte und durfte, weil krank ist krank. Ihr wisst Bescheid, muss ich nicht viel mehr zu sagen. Wir fangen an mit dem Matchmaking. An den Punkten hat sich ein bisschen was geändert. Dann gibt es noch Provisional Vorrunden und Degradierung oder was passiert, wenn ich einen Rang aufsteige. Also keine Division, sondern ein Rang und so weiter und so fort. Wir fangen mit dem Matchmaking an. Dort hat sich nämlich etwas Entscheidendes getan. Wir nehmen in der Theorie an, ich starte mit einem Kumpel in die Lobby und uns wird ein Random zugeteilt, dann wird das neue Matchmaking so funktionieren. Das wird nicht immer zu 100% so funktionieren, das hat Respawn auch schon gesagt, dass es manchmal eben so ist, dass das nicht so funktioniert, aber in der Theorie soll es so funktionieren, dass dann das Matchmaking so greift, dass die Gegner auch nur 2 zusammengehörig sind und ein Random den zugeteilt wird. Das, wie gesagt, funktioniert nicht immer. Auch die Warteschlange könnte länger dauern, eben um auch die passenden Leute auf eurem Skillniveau zu finden und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du mit 3 Leuten startest, versucht das Matchmaking natürlich euch auch mit Gegnern, die zu dritt sind, zu matchen. Theoretisch auch also möglich, wenn du Solo startest, dass 60 Solo-Spieler sind, die zusammengewürfelt werden. Aber wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, du Solo-Spieler und 2 Randoms, die aber zusammengehören. Ihr wisst Bescheid. Das ist eine wichtige Änderung und eine Frage hat mich auch auf dem Ranked-Video vom 2. Mai ereilt. Wie funktioniert das eigentlich? Was ist, wenn ich jetzt als Goldspieler mit einem Dia-Spieler zusammenspiele oder mit einem Bronzespieler und so weiter? Wie funktioniert dann das Matchmaking? Weil in der Theorie ist es ja so, theoretisch, wenn wir so weit auseinander sind, können wir ja normalerweise eine Ranked-Runde gar nicht starten mit dem neuen System, und das hat Respawn leider nicht gesagt, ob das nach wie vor noch so ist, aber eigentlich dürfte es nicht mehr so sein, weil unsere Gegner ja anhand unseres Skills weniger auf unseren Rang gesucht werden. Das heißt also, und das hat Respawn ja auch vor einigen Monaten veröffentlicht, ein Update fürs Matchmaking, was nach und nach veröffentlicht wird. Vielleicht weiß es der ein oder andere noch, als ich es veröffentlicht habe, speziell auch für Ranked. Alle Änderungen waren da noch nicht aktiv, sind es auch bis jetzt noch nicht. Und jetzt gibt es ja auf jeden Fall ein neues Matchmaking, gerade für Ranked. Es wird so sein, dass aus, was weiß ich, einem Bronzespieler, auch Niveau, wirklich Bronze, kein guter Spieler. Dann haben wir einen mittelmäßigen Spieler, der vielleicht so auf Platin-Niveau spielt und vielleicht einer, der Master Predator ist. In der Theorie, im Rang und von mir aus auch in der Praxis, weil er extrem gut ist. Aus diesen 3 Spielern wird ein Mittelwert, eine Zahl ermittelt. Theoretisch, der Schlechteste hat 100, der Mittlere hat 300, dann sind wir bei 400 Punkten, der Brettspieler hat vielleicht 500, dann sind wir bei 900 Punkten. Also dieser theoretische Mittelwert aus diesen 900 Punkten, aus diesem Mittelwert werden Gegner gesucht, die ebenfalls ungefähr diese Zahl haben. Als Mittelwert, wie gesagt. Ich hoffe, das ist grob verständlich, was ich damit meine. So soll es ab sofort in Season 17 funktionieren. Jetzt möchte ich mich nicht weiter mit diesem Spaß hier aufhalten. Wir kommen zum Punktesystem. Und auch da haben mich einige Stimmen erreicht, gerade von Stammzuschauern wie Mattes, Raging oder Mounts und einige andere, die das ein bisschen kritisiert haben, zu Recht, wie ich finde. Deswegen nehmt euch das Recht raus und haut mal raus, was ihr von den Änderungen, speziell die Punkte, haltet. Da hat sich nämlich ein bisschen was geändert. Zu meinem am 2. Mai erschienenen Video war es nämlich so, dass wir für Platz 1 noch 125, wie wir es immer kennen, 125 Punkte bekommen haben. Jetzt ist es ab Platz 1 aber 200, 175 Platz 2, 150 Platz 3 und erst ab Platz 4 oder schon ab Platz 4, so rum, bekommen wir die 125 und wir bekommen ab Platz 10 schon 20 Punkte plus, ohne irgendwas geleistet zu haben. Es kann ja sein, dass du ein Camper bist, du rennst eigentlich nur von den Gegnern weg. Ne? Hast du Platz 10, hast schon mal Plus gemacht. Wie einfach ist das denn bitte? Mit meinem aktuellen Video vom 2. Mai waren es 0 Punkte bis Platz 10.
und erst ab Platz 11 macht man theoretisch Minus, könnt ihr selber ablesen. Da haben einige, gerade die Stammzuschauer, von denen ich gerade gesprochen habe, das kritisiert, dass man erstens, weil die neue Änderung besagt ja, dass wir, egal ob wir Bronze oder Predator sind oder Master oder sonst was, wir bezahlen immer minus 35 Leiterpunkte. Also, die Wertigkeit dieser 35 Punkte ist demnach zufolge sehr, sehr gering. Lass es mal so sein, du gewinnst, machst vielleicht noch deine, keine Ahnung wie viele Kills, bekommst vielleicht 400 oder 500 Punkte für diesen Win mit sämtlichen krassen Scheiß, den du so gerissen hast. Dann hast du quasi einen Freifahrtschein für gefühlt 15 Matches, bis du bei plus minus 0 bist. Du könntest die Runde starten, verkackst so sofort und das könntest du 15 Mal machen, bis du bei plus minus 0 bist. Und das ist schon ziemlich heftig und ich verstehe die Kritik, wie es sein kann, dass, was weiß ich, wenn ich ab Master 70 Punkte für eine Runde bezahle oder mir 70 Punkte abgezogen werden und jetzt überall nur minus 35, dadurch machst du natürlich deutlich weniger Minus, wenn du es verkackst. Also die Kritik ist völlig zu Recht, dass dann Stammzuschauer, wie die besagten drei Namen sagen, naja, dann haben wir wahrscheinlich ja 300.000 Masterspieler, die sich einfach nur ohne Mega-Skill da hochgegrindet haben. Dadurch, dass es keinen Split gibt, werden wir in der Mitte der Season nicht zurückgerankt. Wir haben also, wenn die Provisional-Matches, von denen ich jetzt gleich spreche, gut laufen, könnte es mega easy sein, in einen hohen Rang zu campen, ohne dass du diesen Rang jemals erreicht hättest vor diesen Änderungen. Gibt ja genug Leute, die haben es vielleicht bis heute nicht mal bis Dia geschafft, was schwer ist, keine Frage, aber mit diesem Punktesystem könnte es mega easy sein. Und ich gehe davon aus, dass natürlich Season 17 auch so ein bisschen Indikator ist für Respawn. Die haben ja gesagt, in diesem Jahr kommen auf jeden Fall noch mehr Ranked-Änderungen. Und das wird wahrscheinlich irgendwo ein Indikator sein, der sagt, alles klar, wir haben da noch ein bisschen was nachzustellen, nachzuschrauben. Diese Änderungen waren noch nicht ganz durchdacht. Deswegen jetzt die Provisional-Matches, von denen ich gerade gesprochen habe, kennen wir aus Arena-Ranked. Es wird jetzt immer so sein, es wird auch zum Start von Season 17 so sein und wenn die nächste Season startet, wir fangen immer von Rookie 4 an. Wir werden bis auf Rookie 4 degradiert, dann müssen wir 10 Provisional, ich sage einfach Vorrunden-Matches, die Aufschluss darüber geben, wie gut die laufen, die weisen uns dann quasi unseren Skill-Rang zu. Das könnte dann sein, dass du nach diesen 10 Matches auf Gold startest, vielleicht sogar auf Platin, höher, niedriger, war in Arenas, wie gesagt, genauso. Und das ist jetzt der Punkt, das ist jetzt in jeder Season neu, das finde ich an sich keine schlechte Änderung, wenn wir natürlich jetzt so krass rasieren und dann vielleicht schon locker Mitte Platin gematcht werden, dann hast du es natürlich mega, mega einfach, Dia, vielleicht sogar Master zu hitten, dann bist du vielleicht einer der ersten Master und dann bist du natürlich sofort Predator und so weiter. Also was will ich damit sagen? In Verbindung mit diesem Punktesystem könnte es natürlich in Season 17 mega, mega einfach sein, einen Rang zu erreichen, den du so vorher nie erreicht hättest. Also merkt euch das und sagt mir einfach mal, was ihr von diesen Änderungen haltet. Ich finde das schon irgendwie geil, aber auch irgendwie nicht. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Wir müssen es in der Praxis einfach mal uns reinziehen. Und jetzt komme ich noch als letztes zu den Punkteänderungen. Wenn ich einen Rang aufsteige, von Gold auf Platin, meine ich damit nicht diese einzelnen Divisionen. Wir bekommen jetzt einen Beförderungsbonus von 250 statt 300 Punkten. Und die Degradierung wurde minimiert. Wir sind vorher, wenn wir von Gold auf Silber zurückgestuft worden, haben wir eine halbe Division abgezogen bekommen. Ich glaube, das waren um die 400 Punkte, wenn ich mich nicht täusche. Das sind jetzt nur noch 150. Eine begrüßenswerte Änderung, wenn ich jetzt aber nochmal auf dieses System hinweise, ist es eigentlich schon fast völlig Hupe. Leute, das war mein Update-Video zu meinem 2. Mai erschienenen Ranked Patch Note Video. Wer es nicht gesehen hat, sollte sich es noch reinziehen. Wer die Änderungen hier jetzt noch nicht kannte, kennt vielleicht auch die anderen Änderungen noch nicht. Das ist nämlich eine ganze Menge. Dieses Update Video geht sogar länger als das vom 2. Mai. Da wisst ihr, was sich in Ranked alles geändert hat. Ladies and Gentlemen, das war's jetzt von mir. Bin auf eure Meinung zu diesem ganzen Spaß gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und rein. Ciao.